Jo, da sind wir da bei One Piece Pirate Warriors 2. Beim letzten Mal haben wir hier ein bisschen Spaß mit Mr. Two und haben vor allem Spaß mit Falkenauge, der ja wohl verdammt genial ist zu spielen. Vor allem, was seine Kombos angeht. Der hat einfach mal, keine Ahnung, Kombos, die gehen 3000 Kombos lang. Was? Das hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Egal. Ja, komm. Brauche Style. Genau das brauche ich. Also der hat irgendwie Kombos, die gehen, ich habe keine Ahnung wie lange. Und das sind einfach nur die ganz normalen. Also das ist echt, wow. Mr. Two wurde besiegt. Ja, rate mal, wer das gemacht hat. Der kann einfach wie seine Kombo immer weiter verlängern oder so. Ach, na gut. Na komm. Noch mal ein bisschen Spaß mit Krümer noch. 500 Chaos. So, das ist mal wieder ein bisschen voll gemacht. Oh yes. Heeking ist voll ab. Chaos und den Anführer fast besiegt. So, Territorium eingenommen. Was muss ich jetzt machen? Gehen wir mal hier und kloppen hier weiter. So, 1, 2, 3, 4. Das ist auch schön. So, weg mit dir. Crocodiles Armee wurde zum Feind. Was? Ach, Crocodile. Was tust du da? Also, wir dürfen jetzt Crocodile auch fertig machen. War ja irgendwie zu erwarten. Wenn ich ehrlich bin. Das ist Crocodile, hallo. Oh, da ist Special. Perfekt. Er ist jetzt mir aber nicht ausgewichen, oder? Natürlich ist er mir ausgewichen. So gut es auch nur ging. Na gut. Du wolltest es nicht anders, Crocodile. Du kriegst es nicht anders. Ich wollte es nicht gegen dich einsetzen, aber du lässt mir keine andere Wahl. Von da oben ein Gegner? Perfekt. Damit ich da noch Kuma rufen kann. So, Crocodile. Wenn du hier so einen Ärger machst, dann mache ich hier auch noch mehr Ärger. Ich sehe hier gerade nebenbei nichts wieder mal. So. Irgendwas bekommen für Crocodile? Liegt jedenfalls nichts rum. Ja, und da wieder ein bisschen was für den Style. So, die Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. Ich muss wahrscheinlich jetzt die Gebiete hier unten einnehmen, ne? Ach, jetzt kämpfen wir plötzlich doch zusammen. So, hauen wir mal voll rein. Boom! Einfach weggehauen. CP9 ist wieder aufgetaucht. Was? Warum? Moment mal, da lang. Ach, CP9. Irgendwo ist oben einer. Da habe ich gerade laufen gesehen. Was? Alter! Na gut, dann halt zu Eki. So, Eki, du möchtest verschwinden? Dann wollen wir doch mal sehen, ob du hier es schaffst zu verschwinden. Okay, ich kann dich nicht mehr angreifen. Dann gehe ich schon mal wieder weg. So, dann auf zum nächsten. Jabura. Ne, nicht Jabura.
Denk. Der Ochsentyp da. Wie ist der nochmal? Denk. Mir fällt der Name nicht ein. Bruno, genau. Lass mich raten, der verschwindet jetzt immer wieder, wenn ich gerade versuche, irgendwie in ihre Nähe zu kommen, oder? So, Crocodile ist wieder aufgetaucht. Yay! Besiege Bruno. Ja, wo ist er denn? Würde mich mal interessieren. So, da oben haben wir irgendjemanden. Da ist Bruno! Crocodile bewegt sich auf Bruno zu. Okay. Mache ich auch. Hallo, Bruno. So. Friss meine Überkombo. Oh, hallo, Nami. Stimmt, wir haben aber doch mal gesagt, sollen wir wieder mit Nami kämpfen. Ach, komm schon. Aktivier nicht deinen Style und verschwinde dann direkt. Wo ist denn jetzt schon wieder? Oh, nehmen wir da so lange das da. Bisschen Geld. Kann nie schaden. Ja, unterstütze Crocodile und besiege Bruno. Dafür müsste Bruno erstmal... Ja, natürlich taucht er wieder genau da oben auf. Wo er gerade auf verschwunden ist. Ach, Bruno. Kavura ist auch wieder aufgetaucht. Sehr gut. So, bevor der mir jetzt hier noch einmal abhaut... Nein, hau doch nicht, ich hatte dich fast. Damn. Hallo, Eki. Wie geht's? Ich hab dich schon fast fertig gemacht beim letzten Mal. Achso, er macht sein Special gerade. Tja. Was? Ruffy ist in Schwierigkeiten? Ich komme sofort. So, mal schnell ausmachen. Wieder Style mitnehmen und schnell mal Ruffy helfen. Ruffy, wo bist du denn? Warte, ich helfe dir einfach mal. Da war er doch gerade. Dem geht's doch gut! Mecker nicht rum, Ruffy! Dem geht's doch super! Blenden! Ich muss in die andere Richtung nochmal. Basis eingenommen. Ja, passt schon. Jabura, hi! Wie geht's? Ich hab gehört, du möchtest auch mein Schwert schmecken. Der hat mich jetzt wieder weggehauen. So. Bleib mal schön hier. Der haut aber gut rein. Also Jabura ist irgendwie der mein schlimmster Feind bisher noch. So. Mal Jabura hier fertig machen. Gerade noch erwischt? Ich glaube schon, oder? Ja. So, haben wir hier schon ein paar weg. So. Wer auch immer hier war, der ist jetzt auf jeden Fall weggehauen worden. So. Bruno, hier ist keiner hier. No Bruno for me. So, 1000 Chaos. Wo taucht der Schatz jetzt auf? Ein Schatz da hinten, okay. Wie sag ich es aber immer noch? Ist Bruno das, der da unten? Ach, da unten ist Bruno! Moment, da. Ach, Bruno, du bist aber echt weit weggelaufen, weißt du das? Eieiei. Nehmen wir den Weg. Eki und Jabura sind auf jeden Fall besiegt. Moment. Ja, das sieht gut aus. Moment. Einfach nur für die Chaos. Ich will ja... Ja, wobei ich glaube, S-Rang ist wieder mal nicht möglich. Dafür habe ich schon viel zu viel abbekommen. So, Bruno. Ich weiß, du hast kaum noch HP. Dann haut er mir wieder... Okay. Er ist nicht richtig abgehauen. Nur halt dieses eben mal kurz abhauen. Weißt du, wie Fluchtversuch? Ruffy! Nein.
Flieh mir nicht, ich brauch dich noch. Weil jetzt muss ich erstmal noch dir... Ruffy, bleib hier. Oh, gut. So, Tore sind geöffnet. Es ist keiner geflohen. Oder? Ich meine, es ist keiner geflohen. Nein, weg. So, ich habe nicht viel verschwendet. So, jetzt müsste aber ein Schatz noch auftauchen. Ja, da. Perfekt, hätten wir schon mal wieder die beiden Geheimmünzen, zumindest. Da. Wie gesagt, also ich glaube, die für Schaden, die habe ich sicher nicht. Weil ich habe schon verdammt viel Schaden gefressen. Vor allem durch Jabura. Ich weiß auch nicht, was Jabura gemacht hat, aber er hat mir verdammt viel Schaden reingehauen. Geh weg. Das sah cool aus. Jetzt hätte ich ihm mit einem Backflip in die Fresse getreten. So, Robin, meine liebe Dame. Wie geht's dir denn so? Du siehst ein bisschen böse aus. Aber nur ein kleines bisschen böse. Ach, Ruffy, schon wieder in Schwierigkeiten. Ich glaub's ja wohl kaum. So, komm mal her, Robin. Ich hau währenddessen hier noch ein paar oben einfach mal, um Kuma vielleicht rufen zu können. So, das Teil direkt wieder voll. Ach komm, machen wir es aber direkt. Besiegt. Einfach einmal draufgehauen nochmal. Ah, ich hab nicht auf die K.O.s geachtet. Oh, bitte lass mich vom Schaden keinen S-Rang haben. Sonst würde ich mich jetzt so ärgern. Robin haut auch ab, okay. Ja, wir haben gewonnen. Ah, gut. Sag ich doch, es war... Zumindest habe ich von der Zeit bisher, glaube ich, immer einen S-Rang gehabt. Aber ja, ich hatte viel zu viel Schaden bekommen. Naja. Aber ich muss sagen, Falkenauge kämpft sich verdammt genial. Wo kommt der Eisblock jetzt her? Allein einfach nur die Viereck-Kombo. Wenn man das überhaupt Kombo nennen möchte. Ich kriege nur Viereck und der tötet da einfach alles. Das ist hart. Was? Hate, koko wa doko ja? Omaera mo Mad Dial de shouki o ushinatte itan da. CP9 ni arumajiki shittai da na. Menboku nai. De, CP9 wa kore kara dou ugoku tsumori da? Seifu yori Kurohige rengo no joji kanshi o meijirare teiru. Ore tachi wa ataerareta nimmu o matto o suru dake da. なら 当面の敵は同じってわけだが 残念だが 貴様らに協力する気はないぞ タローだ Wäre auch zu toll ワニ小僧おめえも黒ひげ連合とは敵なんだろ このまま一緒に来る気はねえか 行くわけねえだろ 海賊同士で仲良しごっこをしてえなら勝手にやってろ Wo kommt Ivankov jetzt plötzlich her? バナータだって黒ひげの躍進を面白くないと思っちゃぶるでしょ。だからなんだ。必要なのは黒ひげに対抗し得る勢力。バナータがいればかなりの戦力強化になるわ。俺を利用しようってのか?
死にてえかてめえ。ボス、落ち着いて考えてほしいがね。今のままではいずれ黒ひげに飲まれて。使えねえカスが偉そうに意見すんじゃねえよ。俺が黒ひげより弱えとでも言いてえのか。バナータがいくら強くても自制には逆らえない。いずれ黒ひげに操られるわ。その屈辱に耐えられる？とにかく今は黒ひげを倒さなきゃ。遠からず世界は最悪の状態に落ちちゃぶるわよ。一致団結して当たらなきゃ。奇跡は絶対に起こせない。いいだろう。だが黒ひげの首を取るまでだ。話はついたみてえだな。じゃあとっとと先に進もうじゃねえか。 Gut, wir haben Krokodil. Vielleicht sogar noch Mr. 3. Und vielleicht sogar noch Mr. 2. Ich weiß es nicht. Und das sieht nach einem Level-Up aus. Yo. Und nach ein paar Level-Ups für Bär vor allem. 2? Na komm schon! Na komm schon! Ich sehe noch nicht mal irgendwo, nicht mal einen Pixel-Abstand da noch zwischen der Leiste. Eieiei. Was? Wieso ist seine Münze erst bei 5? Okay. Naja, wir haben zumindest ein goldenes Krokodil. Okay. Und Vivis Münze. Und Nami ist aufgestiegen. Umso besser für uns. Und Nami hat sogar ein... Hatte Nami schon die ganze Zeit so ein Schildzeichen? Und das ganze Geld, was ich für die Berry-Erhöhung Dingens hinzugefügt habe, ist auch wieder drin. So, und Krokodil ist als neuer spielbarer Charakter dabei. Yes! Das heißt, in der nächsten Episode wird es erstmal wieder Lok von Krokodil gespielt. So, haben wir doch wieder mal eine Menge geschafft. Bleh. Breche den Bann. Ivankov, Zeichen, Lysops, Schleuder und irgendwas. Mal gucken, Freund-Episode. Krokodil ist auch nun da. Ja, mal gucken, vielleicht werden wir da mal. Da werden wahrscheinlich mal jemand anderen nehmen als Kusan. Muss ja nicht immer nur Kusan sein. Naja, also dann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.